Niantic bannt Morpeko, aber nicht ganz. Was hat es damit auf sich? Und aus diesem Grund verwende ich auch heute nochmal Morpeko, damit Alola Vulnona gemeinsam mit Zumpex, ist ein gutes Duo. Genau, also nicht aus der Go-Kampfliga, sondern aus Play-Pokémon-Turnieren. Und nun meinen manche, weil es so stark und overpowered ist, könnte vielleicht sein, und es ist garantiert nicht sonderlich schwach, aber es wird von einer neutralen Attacke komplett ge-one-shottet. Will ich gleich aufgeben? Ich glaube, könnte man, aber versuchen wir. So, sondern nicht nur, weil manchmal die falschen, was ist manchmal, immer die falschen Typ-Effektivitäten dranstehen, sondern, das ist ja egal, das wäre nur ein Anzeigefehler, sondern weil manchmal die Form auch nicht geändert wird in Wahrheit nach einer Ladeattacke, was aber passieren sollte eigentlich. Da gibt es Videobeweise und alter Schwede, dieses alte, okay, da kann ich aufgeben. Dieses Altaria kann ja komplett runterfarmen. Muss weder Schilden noch sonstige Dinge hier machen. Okay, da verabschieden wir uns. So. Und wie gesagt, dass es ein Anzeigefehler ist, das war gestern im Video, glaube ich, auch. Hatte ich da Azumarill? Na und als es gerade in der Unlichtattacke war, stand, oder genau, bei der Unlichtattacke stand sehr effektiv dran oder so. Na und da kann man nur hoffen, dass es ein Anzeigefehler ist, aber manchmal wird die Form auch wirklich nicht geändert. Videobeweise sind online und da muss man, also liegt auf der Hand, dass Niantic hier auf jeden Fall sehr viele Fehler reinbaut. Doppelkick ist das, oder? Schlappohr mit punktgenau 1500 WP. Das ist natürlich eine wilde Nummer. Welche Attacken wird das haben? Boah, ich habe keine Ahnung. Vielleicht was Heftiges wie Nahkampf? Ich glaube, ich lasse es einfach zu, wollte ich sagen. Oder auch nicht. Jo, also meine Vermutung, es wurde vorrangig gebannt wegen der Fehler. Nicht, weil es zu stark ist, glaube ich nicht. Auf der anderen Seite könnte ich mir schon gut vorstellen, dass Niantic vielleicht nächste Season Aurarad ein bisschen schwächer macht. Das hingegen könnte ich mir schon vorstellen. Aber so haben wir endlich mal ein Pokémon mit irgendwie, ja, einer coolen Sache im Kampf, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich hoffe nicht, dass Niantic, ja, das wieder sofort rausnimmt. Weil macht ja doch irgendwie so ein kleines bisschen Spaß. Was haben wir hier denn? Ein Tauboss. Okay. Da wird sich Morpeko ein kleines bisschen freuen. Aber wir wissen noch immer nicht, was dieses Schlappohr hier so macht. Das ist ein kleines... Ey, der hat ja hier komplett 1500 überall. Na, komplett 1500 WP überall. Wir hoffen einfach mal. Wir hoffen und schauen, was passiert. Dreifach-Axel. Alter Schwede, bin ich gerade froh, dass ich nie geschildert habe. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Okay. Boah, aber nun würde ich vielleicht schon gerne für den Charm-Schaden schilden. Weil wie werde ich dieses Ding los? Ja, ich lebe noch. Alter Schwede, da kommt noch ein Charm und noch ein Charm an. Okay, das war wichtig und richtig. Das war wirklich sehr wichtig. Ist es ein Vierer-Move? Nein, Dreier-Move. Drei-Move, glaube ich, oder? Das hat ja so viele unterschiedliche Sofortattacken. Mittlerweile... Nach jeder Attacke, egal ob Psychobeißer, Aurarad oder was auch immer, soll sich in der Theorie die Form ändern. Oh nein, das war ein Gleichstand, das war doch irgendeine andere Attacke. Soll sich in der Theorie die Form ändern und das ist aber, das passiert nicht immer. Und genau hier habt ihr auch gesehen, die Einblendungen bleiben noch während einer Ladeattacke. Das soll so nicht sein. Team Go Rocket komplett kaputt dadurch eigentlich, also... Wenn man irgendwo sagt, ich komme bei Giovanni nicht weiter, Morpeko verwenden und man benötigt kein anderes Pokémon. Man wird kein einziges Mal getroffen. Das ist die Sache, wenn man möchte, weil man während der Formwandlung noch angreifen kann. Also wie gesagt, komplette Fehler von oben bis unten und das ist meine Vermutung, dass es deshalb verbannt wurde. Nicht, weil es zu stark ist, aber in den richtigen Händen, sprich nicht in meinen Händen, kann es schon wirklich stark sein. Na, keine Frage. Okay. Ich schild mal nicht, obwohl
Morpeko schon sehr schwach hiergegen ist. Ladungsstoß, schade, da weiß jemand, welche Attacke mehr Schaden verursacht. Aber gut. Genau. Deshalb verwenden wir hier nochmal Morpeko. Hätte mich aber interessiert, waren da schon eigentlich Championships währenddessen und hat das jemand verwendet? Oh, was war das? War ja richtig schlecht. Ich hätte dich anscheinend runterfarmen können. Na gut, egal. So, hat Morpeko jemand verwendet? Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein bisschen kleines spaßiges Spaß-Pokémon ist. Ja, das hätte man sich natürlich denken können, dass hier jemand dann so eine Antwort dagegen hat. Ich meine, nicht unbedingt denken können, aber na genau. Na gut. Na gut, na gut. Das war ein Schuss in den Ofen, sage ich mal. Okay, ich werde, glaube ich, nochmal... Nein, wir kommen mit Morpeko rein. Wir kommen mit Morpeko rein. Weiß ich nicht, ob wir mit Morpeko reinkommen. Ich glaube, ich mache mich stärker, oder? Mache ich mich stärker? Nein, was für Felsgrab? Was senkt das nochmal? Steht nicht dran. Es steht nicht dran. Senkt das meine Verteidigung? Eieiei. Ich habe einfach meinen Sumpex komplett hergeschenkt, kann man sagen. Na, Schild ist da. Kohldampfmuster genauso. Oh, ich überlebe nicht mal noch einen Einäschern, glaube ich, oder? Eieiei. Obwohl, wenn ich alle Schilde loswerde, dann besiegt ein Meteorologen, aber... Okay, ich hätte vielleicht einmal Psychobeißer irgendwann machen sollen. Irgendeinmal hätte ich Psychobeißer machen sollen. Die Attacke hätte man rausbekommen, außer... Genau. Ihr wisst Bescheid, aber das hätte ge-one-shottet, dann Meteorologen Tropius, dann hätten wir gewonnen. Egal, ist nur Unterschied, ob man gewinnt oder verliert. Sonst unterscheidet das oft nicht viel und entscheidet eigentlich gar keine Kämpfe oder so. Na genau, Morpeko wird von 4 Einischen runtergefarmt. Also, ja, Aurarad, sehr stark, aber die Defensive, die lässt wirklich zu wünschen übrig. Elfun. Okay. Dich brauche ich genau hier. Fee gegen Morpeko. Pflanze gegen Sumpex. Das ist ja ganz fürchterlich. Ich hoffe, ich schilde eine starke Attacke und nicht eine ganz schwache. Doppelschilden runterfarmen. Oder, okay, Samenbomben war vermutlich die ganz schwache Attacke, die wenig Energie benötigt. Will ich dann nochmal schilden? Kann ich nochmal schilden? Soll ich nochmal schilden? 0 Schilde in einem Team, wo Morpeko vorkommt? Nein, kann ich nicht machen. Ich brauche einen Schild für Morpeko. Genau, ich schilde immer die richtigen Sachen. Ich schilde wirklich immer komplett die aller richtigen Sachen. Ich weiß aber nicht, womit ich reinkomme. Versuchen wir es hiermit. Ey, bitte schaff keine Attacke. Perfekt, okay, das war sehr gut. Samenbomben schilden und dann die starke Attacke durchlassen. Immer so machen wie ich. Dann seid ihr auf der sicheren Seite in der Go-Kampf-Liga. Spukball abfangen? Wir versuchen es. Wir werden es wagen. Wird es klappen oder nicht? Das ist die Frage. Ich glaube, vom Gefühl her sollte es nun soweit sein. Bitte nicht Blubstrahl oder so. Ich meine, Blubstrahl wäre mir auch egal. Aber ich hatte keine Schilde mehr. Da wird ja wohl der Spukball folgen. Bam! Nicht sehr effektiv. Hälfte an Schaden. Also an alle, die meinen... Hilfe! An alle, die meinen, Morpeko overpowered. Ja, Aurarad stark, aber man sieht ja hier... Versteht ihr? Man sieht ja hier auch andere Sachen. Und das, was soll das? Was war denn das gerade? Keine Ahnung. Also Morpeko hat man programmiert. Definitiv. Als kleines Schulprojekt hat man das hier so programmiert. Pandagro, da werde ich ja richtig aggro, wenn ich meine Fee hergeschenkt habe dafür. Eieieiei. Immer den Köder schilden. Dann gewinnt ihr die Führungen und alles. Nicht so machen wie ich. Auf keinen Fall. Spukball abfangen war ein Problem. Und das war nur Karateschlag. Eine Attacke, die keinen Schaden verursacht. Und wie viel? 4-5 Karateschlag und ich war weg. Also, Morpeko. Ich würde sagen, Morpeko ist nicht overpowered. Wäre so meine Aussage. Es ist auf jeden Fall stark, spaßig, wenn man es irgendwie so verwenden kann und möchte.
Aber das war garantiert nicht der Grund, wieso Play Pokémon das verbannt hat. Oh nein, das hat ja Wegbereiter. Das habe ich vergessen. Okay, es tut mir leid, Leute. Ich weiß noch. Das hat ja Wegbereiter. Wieso nehmt ihr mich alle so auseinander? Hört auf. Das hat doch Wegbereiter. Das ist ja so, als würde ich hier tanken. Aber komplett. Erste Folge, erster Kampf direkt aufgegeben. Dann hier Wegbereiter abbekommen. Okay, bitte einfachere Gegner, die mich nicht so hops nehmen. Habe ich komplett vergessen. Ja, das Ariados, Gift gegen Dingeskirchen effektiv. Ich mache mit meinem Charm nicht viel. Dann Wegbereiter gegen Zumpex. Und Anfallen gegen Morpeko. Das wird nicht besser. Das wird hier nicht unbedingt besser, sagen wir mal so. Überhaupt nicht. Eieieiei. Das läuft ja ideal, aber dass ich hier hätte abfangen können, hätte ich auch nicht erwartet. Da sage ich ehrlich, bekommen wir ein Schild von dir vielleicht oder so? Das wäre ideal. Da würde ich mich nämlich sehr freuen darüber. Okay, den Schild nehmen wir mal. Und nun räumt Morpeko auf. Hier muss ich mich nicht vor einer starken Attacke fürchten, aber Giftzahn, wahrscheinlich gelber Bereich. Schauen wir mal. Das ist nicht mal Krypto. Und Giftzahn ist eine Attacke, die eigentlich eine garantierte Sache hat. Verteidigungssenkung und kein Schaden verursacht. Also, wer wirklich vollen Ernstes meint, Morpeko overpowered. Ja, okay. Je nachdem. Je nachdem, wie man es sieht. Eine so eine Attacke und man geht gleich drauf. Klar, Aura-Radschaden dadurch auch sehr stark natürlich. Ja, ich wollte genau sehen. Und dann direkt war schon, ich wollte genau sehen, wie viel Schaden hat das verursacht und so weiter. Hier ist der Grund, wieso Morpeko gebannt wurde. Ich hoffe, das wäre nun geklärt. Das ist ja komplett genial gemacht. Das hat man schön, irgendjemand hat das in der Freistunde gemacht. So irgendein Schüler. Okay. Na hey, ich meine mit Konter, so viele Charme wären gar nicht mehr angekommen. So, irgendein Schüler hat das in der Freistunde programmiert. Morpeko-Formwandel und so. Und nun stellt euch vor, die müssten alle Fähigkeiten, alle Besonderheiten von den Pokémon einprogrammieren. Das Spiel würde komplett runtergehen. Also komplett, da wäre alles kaputt. Man könnte nicht mehr kämpfen. Das ist wirklich, lass mich überlegen. Ich glaube, Morpeko ist bisher das erste Pokémon mit irgendeiner Besonderheit, oder? Also jetzt wirklich so. Ich glaube schon. Und direkt alles kaputt. Folglich, ja. Und direkt wird es auch gebannt. Das ist auch genial. Aber Galalabados beispielsweise nicht gebannt und all solche starken, nicht zugänglichen Pokémon wurden gebannt. Folglich, ich glaube nicht, dass das der Grund ist. So. Was ist denn das für ein Teil? Eieieiei. Ein nerviges Teil. Da drücken wir lieber direkt mal schnell und schauen, was passiert. Ob da ein Schild kommt oder nicht. Da kommt einer. Wird von mir einer kommen. Ja, ich will Knochenkeule schilden. Ich habe Bock auf Knochenkeule. Die schilden wir. Als Spukball würde ich gerne durchlassen. Knochenkeule schilden wir. Genau. Alles richtig gemacht im Leben. Na, komplett. Na, aber immerhin. Glaube ich, das ohne mitzuzählen, sollte dann nochmal die Knochenkeule sein. Das nehmen wir dann. Okay, und nun gönnen wir uns aber noch Energie, oder? Wärt ihr auch dafür? Ich wäre auch dafür, dass wir uns hier noch ordentlich was aufladen und auftanken. Vielleicht hat er sogar Doppelfeuer, könnte ich mir vorstellen. Okay, das ist nicht Feuer. Das ist überhaupt nicht Feuer. Uff. Morpeko, was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Moment, war das Konter oder Karateschlag? Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Ich glaube Konter, oder? So sieht Konter aus. Uff, wenn der runterfarmt, dann habe ich verloren. Oh, okay, what? Dieser Charm hat das Pokémon einfach ausgelöscht. Aber komplett ausgelöscht. Ich weiß, es ist nicht so effektiv, aber das sollte vom Schaden her, glaube ich, schon besiegen.
Und deshalb finde ich die Teams noch genialer, die eben sowas spielen, Crypto-Macho und dann eine Schlinking oder so. Da wird man ja von dreimal Charm ausgelöscht, also wirklich komplett ausradiert einfach nur. Da reicht man auch mit Karateschlag nicht mal eine Ladeattacke. Wow, wow, hey, 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 jeder sagt doch overpowered und so. Boah, das war ganz knapp. Das war aber ja wirklich mal ganz knapp und ich war im gelben Bereich fast von Lehmschüssen. Von Lehmschüssen. Wer so hart austeilen kann, der hat keine Defensive bei Morpeko. Das muss man eben abwägen. Und eigentlich, die overpowerten Pokémon in der Go-Kampf-Liga, vor allem Superliga, sind die Defensiven, die 37 neutrale Ladeattacken wegstecken können und sich denken, hä? Kam da schon eine Ladeattacke? Ich dachte, das waren Sofortattacken. Uff, das ist natürlich gar nicht gut. Das ist natürlich wirklich gar nicht gut. Komplett gar nicht gut, aber ich bin froh, dass es hier drin geblieben wird. Stimmt, man verliert hier hammerhart gegen Bisaflor. Aber Alola Vulnona plus Sumpex ist wirklich ein gutes Duo eigentlich. Wird schon lange verwendet und immer und überall. Aber offenbar hat sie hier keine Antwort gegen Morpeko, deshalb wird es auch gebannt. Natürlich. Okay. Ich meine, ich würde mich gerne schon immer stärker machen, aber wenn man hier schwach gegen Psycho ist, ist es natürlich verlockend. Alles klar, Lavados. Mhm. Galalavados, ein sehr zugängliches Pokémon, für alle verfügbar, nicht gebannt. Bei Play-Pokémon-Turnieren. Bam! Schade. Das war ein Schuss in den Ofen. Werden wir noch 5 Sofortattacken schaffen können? Ja, ganz knapp, glaube ich. Und nun gäbe es manchmal einen Bug, wo ich nochmal die Elektro-Attacke habe. Obwohl der Gegner sich denkt, hey, Moment mal, da war ja gerade Elektro, dann sollte nun die Dingenskirchen-Attacke sein. Aber nein, das ist nicht immer so. Kamera, ja. Welche Attacken hat Galalavados? Will ich das schilden? Ah, ich glaube schon, vielleicht Sturzflug oder so, ich weiß es echt nicht. Okay, okay, gut geraten. Gut Der Schild, den hätte ich in der Toilette runterspielen können. Aber komplett. Hätte ich den hier in der Toilette runterspülen können. Tun wir mal so, als würden wir Erdbeben drücken. Das ist immerhin neutral gegen diesen Drachen, der auch mit Feuer daherkommt. So, und ich glaube, das war ein Gleichstand. Tortunata habe ich schon ein paar Mal gespielt. Das hat, glaube ich, Drachenpuls und Hitzekoller, wenn mich nicht alles täuscht. Und das hat besiegt. Na, sehr gut. Aber hey, cool, Galalavados gesehen. Das finde ich wirklich stabil. Würde ich auch gerne verwenden. Habe ich noch nicht. Ich habe es gar nicht. Ich wollte sagen, habe ich noch nicht mit Superliga WP, aber ich habe es einfach noch gar nicht am Start. Doch ich mache immer schon meinen täglichen Abenteuerrauch, ab und an auch Dialga-Effekt dazu. Sie tauchen schon auf, doch ich fange sie nie. Und Shiny war leider noch nicht dabei. Obwohl, so vom Gefühl her, habe ich Lavados am wenigsten. Ich weiß auch nicht. Zapdos, was mich eigentlich freut, weil Team Instinct und so weiter. Echt oft. So, einfach mal ein Shiny Aquana hier. Nassschweif, eine schwache Attacke, aber ich schild mal. Na, schilden wir hier mal. Denn wir werden... Na, ködern. Wir machen hier den wichtigen und richtigen Köder, der, glaube ich, auch schon besiegen sollte, hoffentlich. Okay, genau. Und da kam sowieso... Da hätte ich mich runterfarmen lassen sollen. Ja, aber was hätte ich dann hiergegen gemacht? Ja, mit Morpeko doch. Ich hätte einfach Schere, Stein, Papier. Alter Schwede, ich werde von Aquana vernichtet. Ich werde einfach von Aquana vernichtet. Ja gut, da ist es natürlich problematisch. Da ist natürlich wirklich problematisch. Bis eine Sofortattacke davor. Natürlich mal wieder gemacht. Der Schild war komplett unten. Nein, der Schild war nicht unnötig. Eigentlich hätte ich damit Schere, Stein, Papier zulassen sollen. Das war mies. Das war komplett... Oh, ich sag ehrlich... Ich glaube, das finde ich gut, wenn ich nun perfekt runterfarmen kann, ohne dass eine Attacke kommt. Dann finde ich das wirklich gut. Aber ich weiß nicht, ob wir noch gewinnen können, weil die Katapulte
werden mich schon vernichten. Ich werde mich aber stärker machen, nicht ihn abschwächen. So. Ja, aber die Katapulte tun zu sehr weh. Aber mal schauen. Nun werden wir herausfinden, ob Mob Heko wirklich overpowered ist oder nicht. Will ich einmal Psychobeißer wagen? Oh, lass mich kurz überlegen, wenn er nun die Attacke hat. 7 braucht er noch. Bampidam, schaffe ich noch 3. Ich glaube, einen Köder muss ich wagen. Einen muss ich wagen. Und wenn er das nicht chillet, gehe ich nur noch auf Psychobeißer. Ja, wenn er das nicht chillet, dann habe ich verloren. Okay. So, das hat schon mal weitergeholfen. Nun nur noch timen. Nun nur noch timen. Oh, ist ein Morpeko mit Schildrückstand gegen Bolterus. Aber Katapult wurde um einen Schaden schon schwächer. Komm schon, Moment. Hier habe ich wieder 4 gemacht. Dann hat er 3 Sofortattacken. Ich glaube, ich kann die Attacke noch erreichen, wenn ich von Katapulten nicht runtergefarmt werde. Boah, okay, ja, Morpeko sollte man bannen in der Go-Kampfliga. Definitiv. Sollte man Morpeko bannen. Bam! Weg mit dir! Einmal abgeschwächt und ich war schon 2-mal gesteigert, glaube ich. Das hätte definitiv ordentlichen Schaden verursacht. Ja. Weil Katapult schwächer wurde und Bolterus das defensivste Pokémon ist, aber dennoch fast von Katapulten runtergefarmt. Wäre da irgendwas gewesen, ein Macho mit Karateschlag, ein Charmer oder so. 3 Charme, ich bin weg. 5-mal Karateschlag, ich bin weg. Morpeko hält einfach nichts aus. Aber es macht Spaß irgendwie, wirklich. Manchmal ist es so ein bisschen Hit or Miss. Manchmal kann man echt coole Sachen damit anstellen. Manchmal geht man komplett den Bach runter. Na und ich glaube schon schade, dass es bei Play Pokémon verboten wurde, weil, keine Ahnung, vielleicht wäre da so ein bisschen strategisch was möglich gewesen. Aquaknarre. Ich befürchte so ein bisschen, dass eine Antwort oder noch eine ein böses Pokémon gegen Sumpex hinten drin wäre. Aber wir versuchen mal. Wir machen den. Dann ködere ich aber, glaube ich, nicht. Und hoffe insgeheim auf einen Schild. Und dann eine schöne Farmreichweite für Sumpex oder so. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Okay, was ist da? Das wollte ich. Wollte schon längst drüber. Das war ein bisschen langsam. Das war leider ein kleines bisschen langsam. Gehen wir für den Overkill? Wir versuchen es. Das ist Rokara und Aquabitze würde da noch nicht so viel anstellen. Bitte nicht chillen, bitte nicht chillen, bitte nicht chillen. Wow. 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 Was war denn da los? Moment, Mondgewalt ist aber nur neutral, oder? Ich glaube, Erdbeben war effektiv. Was war denn da los? Holla die... Wow, ich habe das noch überlebt vom Bisaflor. Das war ja mal brutal. Okay, das war ein Erdbeben. Ich glaube, das war ein Erdbeben. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das war ein Erdbeben. Da hat aber die Erde nicht so wirklich gebebt. Muss ich leider zugestehen. Okay. Das wird wegen Abfangen noch nervig. Sage ich euch. Das wird wegen Abfangen sogar sehr nervig. Wann drücke ich da? Wie drücke ich da? Wo mache ich da? Wie machen wir? Okay. Okay. Ich glaube, das ist ideal. Nun runterfarmen und danach aber Aurarad. Weil Bisaflor ist nicht mehr abgeschwächt. Wenn mich nicht alles täuscht. Wow! Ich weiß gerade spontan nicht so energiemäßig, ob ich hätte runterfarmen können. Aber Moment, gut, 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 gut. Stimmt ja, gut. Ich ändere mich nun auf Unlicht. Das war natürlich nur... Ha! Ha! Wir haben es live im Video, perfekt. Dadurch verliere ich nun. Ideal. Alles gut programmiert. Oh, besiegt dennoch. Das war Elektro, es stand auch nicht sehr effektiv dran. Meine Form wurde nicht gewechselt. Finde ich gut, dass wir es im Video haben. Für alle, die dann schreiben, ah, das stimmt doch, das ist nur ein Anzeigefehler. Ne, genau, es war nur ein Anzeigefehler, dass auch der Formwandel nicht passiert ist und so weiter. War nur ein Anzeigefehler und das ist der Grund, wieso Morpeko verbannt wurde. Weil Niantic
nicht programmieren kann. Die haben anscheinend alle Programmierer entlassen, aber nein, auch vor der Kündigungswelle gab es ja Fehler ohne Ende. Die schaffen es nicht. Leute, ein besonderes Pokémon. Wenn ihr euch mal vorstellt, im gesamten Universum, Pokémon-Universum, wie viele absurde Fähigkeiten es gibt, die im Kampf, die man einprogrammieren müsste. Das wär ein Lebenswerk für diese Firma. Das würden die in 100 Jahren nicht auf die Reihe bekommen. Na gut, aber nun wisst ihr Bescheid. Bedanke mich fürs Zusehen.